Wir haben ja quasi schon jetzt seit einigen Jahren quasi Microservices, quasi so eigentlich das Hauptthema. Und da geht es aber eigentlich hauptsächlich darum, dass man das Backend aufsplittert. Das heißt, wir haben quasi unser Backend, also unser Backend-Monolithen, was wir gehabt haben, haben wir es quasi mittlerweile in einzelne kleine Services aufteilt, aber irgendwie für die UI vorne fehlt uns noch irgend so die bahnbrechende Technologie, dass wir auch unser UI aufsplitten können, dass das quasi modular wird, dass wir separat deployen können. Und sozusagen eines der Standardprobleme, was man zum Beispiel bei Amazon sieht ist oder bei jedem anderen Webshop ist, das besteht alles aus einzelnen Komponenten, zum Beispiel aus einem Header-Bereich, aus einem Navigation-Bereich, dann habe ich irgendwelche Werbungen anzeigen, unterschiedlich, ob es eigene Werbung ist oder externe Werbung ist. Natürlich in der Webshop möchte ich irgendwo Produkte anzeigen und das sind eigentlich alles so eigene Komponenten, die für sich selbstständig sind, die wahrscheinlich im Hintergrund auch quasi über Microservices abgehandelt werden. Das heißt, es sind alles separate Services, die einzelne Use Cases und Aufgaben übernehmen. Aber auf der UI-Ebene müssen es dann irgendwie wieder zusammenkommen, dass man quasi eine Webseite bekommt, die was man dann surfen kann. Und das ist durchaus relativ problematisch, weil da man hauptsächlich nur immer auf der Serverseite sind, dass wir das Ganze zusammenbauen. Das heißt, wir sind auf Server-Side-Rendering hauptsächlich beschränkt. Auf der einen Seite aus Performance-Gründen, also auf der anderen Seite aber auch quasi, weil das auf der Client-Seite Frameworks führen und dafür, dass wir das Ganze realisieren können. Und was hat das Ganze jetzt eigentlich mit DevOps zu tun und wieso haben wir eigentlich das Problem im DevOps-Team, dass wir mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen, wie UI-Composition? Hat mehrere Gründe, weil einmal das erste große Aufgabe von einem DevOps-Tooling-Team ist, dass wir hauptsächlich oder sehr viele Integrationen in andere Tools schreiben müssen. Bei uns quasi unser Lebensader in Dynatrace ist Jira und quasi in Jira laufen quasi alle Informationen zusammen und deswegen ist es auch nur logisch, dass wir quasi als DevOps-Team quasi zusätzliche Informationen anbieten, zum Beispiel, wie man hier unten sieht, diesen roten Kasten hier, wo wir Informationen zur Verfügung stellen, in welche Version zum Beispiel dieser Issue gefixt worden ist und dass wir zum Beispiel wissen, welche Version von unserem Produkt wir ausrollen müssen, damit der Kunde einen Fix bekommt. Jira hat zum Beispiel, oder auch andere Produkte, haben meistens die Möglichkeit, dass man oder ein umfangreiches Plugin-System, wo man sich integrieren kann. Nur das Problem ist, dann ist man einmal auf den Jira-Lifecycle beschränkt, das heißt, man muss sich quasi in der Jira-Welt zusammenfinden, man muss wissen, wie Jira funktioniert intern und muss quasi sozusagen nach diesem Regelset mitspielen und man kann nicht selber quasi entscheiden, was man verwendet, sondern ist meistens sehr eingeschränkt. Und aus diesem Grund haben wir zum Beispiel für das hier eine Lösung gebraucht. Oder das andere Problem, was wir auch haben, ist, wir haben unsere anderen DevOps-Tools quasi alle aufgesplittet in einem Microservice oder in einer Service-Architektur, die wir quasi deployed haben, in einem Container-Environment und dort wollen wir, ein Container-Environment deployed haben und dort wollen wir zum Beispiel das Feature haben, dass wir ein einheitliches Menü haben wollen. Hört sich am Anfang zwar recht trivial an, aber im Prinzip, wenn man sich länger damit beschäftigt, ist es gar nicht so leicht, dass man ein einheitliches Menü bekommt, das quasi sich automatisch aktualisiert, wann ein neues Service dazukommt, ohne dass man die ganzen anderen Services neu deployen muss. Das heißt, allein das Menü allein ist eigentlich schon in unserem Fall eigene Komponente und da muss man natürlich schauen, dass man das quasi in alle anderen Produkte hineinbauen kann. Und das hat uns durchaus zu viel Kopfzerbrechen bereitet, wie man das am besten und am entkoppelsten sozusagen entwickeln kann. Und die aktuelle Lösung sieht so aus, dass wir quasi jetzt auch hier ein standardisiertes Menü haben, das wir versuchen quasi in alle unsere Applikationen serverseitig hinein zu rendern. Aber zu dem komme ich dann noch später und dann quasi der Grund, warum wir von diesem Konzept weggehen hin zu einem Angular Elements basierten Ansatz. Und zwar der erste Ansatz, das war der Ansatz, wie ich gekommen bin in das Team, hat der Ansatz geheißen iFrames. viele von euch werden das noch kennen und werden wissen, dass iFrames grundsätzlich aus architektonischer und Sicherheitsaspekt eigentlich extrem was Gutes ist, weil man ist in einer Sandbox unterwegs. Es gibt keine Interaktion, man kann es mit JavaScript und CSS und dem gleichen nicht in die Quere kommen, es sind wirklich zwei abgeschottete Webseiten, kann man sozusagen sagen.
Aber halt das Problem ist, sobald ich irgendwie Interaktionen miteinander haben möchte, bin ich da eigentlich ziemlich aufgeschmissen. Wie hat quasi sozusagen die erste Version ausgeschaut? Das heißt, wir haben quasi das Menü gehabt und dann der restliche Bereich war dann ein bisschen bei iFrame. Und wir haben je nachdem quasi, wo man im Menü draufgedruckt hat, haben wir quasi einfach den iFrame neu geladen. War eine sehr triviale Lösung, war sehr einfach, sehr performant und hat im Prinzip für statische Reports zum Anzeigen sehr gut funktioniert am Anfang. Kann man überhaupt nichts sagen und war eine vollkommen legitime Lösung. Nur das Ganze, wenn es quasi in Richtung gegangen ist, dann wir wollen Single-Page-Applications anbieten, wir wollen umfangreiche Anwendungen anbieten, wir wollen Features haben wie Deep Linking und Bookmarking Features. Wer sowas schon mal probiert hat mit iFrames zu realisieren, weiß, da kommt man sehr schnell in ziemlich komplizierte Probleme. Und eines der schlimmsten Probleme war dann Authentication, das heißt, dass man sich quasi im äußeren Frame authentifiziert und im iFrame wollte man quasi die gleichen Cookies haben und dergleichen. Das ist schon richtig schwierig und die Browser verhalten sich gerade im iFrame-Bereich unterschiedlicher und machen es auch den Entwicklern deutlich schwieriger, dass iFrame verwenden, weil zum Beispiel war da dann einmal der Change, glaube ich, im Firefox und im oder in Chrome 50, wo dann auf einmal nur mehr HTTPS-Seiten funktioniert haben, vernünftig in iFrames und so weiter. Das heißt, da wird auch quasi von Browserherstellerseiten schon einiges getan, dass quasi iFrames gar nicht mehr so interessant sind als Entwickler. Deswegen haben wir gesagt, okay, iFrame ist für uns quasi gestorben, wir brauchen irgendeine andere Technologie. Und dann haben wir sie quasi mal auf den Weg gemacht und mal geschaut, wie machen es andere Firmen. Weil zu der Zeit, das war ungefähr so vor 1,5 Jahren, war natürlich gerade der große Microservice-Boom und jeder hat Microservice gemacht, hat seine Monolithen im Backend zerlegt. Aber irgendwie hat keiner so richtig gerät, wie sie es mit der UI machen. Viele haben es quasi eingestanden, dass die UI dann immer noch Monolith ist. Nur habe ich dann einen interessanten Vortrag gefunden von Auto24. Die waren da sehr innovativ und haben da quasi im Prinzip ein altes Konzept wieder neu aufleben lassen, und zwar das Server-Side-Include. Kennt die Technologie nur irgendwer? und zwar, das ist eigentlich eine Technologie vom Anfang vom Web, was da eingeführt worden ist, und zwar ist es möglich. Super, ja. Hat man quasi sozusagen in diesem HTML-File Anweisungen geben können, dass der Webserver Code ausführen kann, beziehungsweise andere Files einbinden kann. War sehr trivial und war eine sehr triviale Implementierung, hat aber einen großen Nachteil gehabt, dass man mit dem meistens eine ziemlich große Sicherheitslücke aufgemacht hat, gerade am Linux-Server, weil man da direkt dann Kommandos auf der Shell ausführen hat können. War sehr mächtig. Das beliebteste Beispiel war immer Echo, und das haben wir quasi eingepiped und quasi ins HTML, dass man immer den aktuellen Zeitstempel gehabt in seiner Webseiten. Was sieht man, da waren wir schon wirklich noch von den Anfängen vom Web. Aber quasi hat man dann trotzdem irgendwann mal erkannt, okay, das ist eine Möglichkeit, mit der man zumindest serverseitig UI miteinander verheiraten hat können. Das heißt, man hat UI Composition betreiben können. Und meine Vermutung ist, also ich habe es jetzt noch nie bestätigt von den Amazon-Mitarbeitern, aber jeder, der schon mal mit der AWS-Konsole gearbeitet hat, kennt diesen Banner da oben, dieses Navigation, das ist quasi immer auf jeder Seite vorhanden. Und der Content-Bereich ist quasi auch von der technologischen Sicht, ändert sich da immer. Das heißt, da ist einmal Angular, einmal ist React drinnen. Also die nehmen wirklich das, was sie gerade brauchen. Nur dieser eine Navigationsmenü quasi, das ist einfach immer gleich und schaut überall gleich aus. Und meine Vermutung ist, dass sie quasi dort auch so eine Art Server-Side-Include betreiben. Und quasi das andere, was ich auch noch gesehen habe, ist, die was wirklich beschrieben haben, dass sie es machen, das ist eben Auto24, wo es quasi auch die Webseiten quasi auf dem Webserver dann über so Server-Side-Includes zusammenbauen. Das ist natürlich die große Frage, weil von euch will das nicht kennen, wie schaut so Server-Side-Includes aus. Und zwar ist es nichts anderes, als dass man ein spezielles Kommentar in seine HTML-Seiten hinzufügen kann. Es gibt mehrere Kommentare, aber das ist im Prinzip das wichtigste Kommentar für uns, nämlich, dass man andere Webressourcen einbinden kann. Und zwar, das ist einfach ein Kommentar,
mit der Hash-Anweisung und dann kann man unterschiedliche Funktionen machen. Für uns ist wichtig, ist das Include, das heißt, wir können andere Web-Ressourcen includen. Und in unserem Fall haben wir einfach quasi, haben wir gesagt, okay, wir wollen bei jeder Single-Page-Application auf der Serverseite, also auf unserem Webserver, automatisch das Menü hineingerendert haben. Nur durch das, dass im Prinzip viele Webserver das Feature gar nicht mehr anbieten, beziehungsweise das halt einfach ein Security-Thema war und ich gerne mal Go verwenden wollte, haben wir gedacht, jawohl, bauen wir einen eigenen Webserver, wo wir noch Reverse-Proxy noch drauf bauen und das Ganze bauen wir in Go. Hat dann einen anderen netten Nebeneffekt noch gehabt, bei zur gleichen Zeit, wie ich angefangen habe, dass ich noch Reverse-Proxy schreibe. Haben wir angefangen, dass wir bei deiner Adresse einen Go-Agent bauen, das heißt, wir haben dann auch gleich ein Real-World-Beispiel gehabt, damit wir einen Go-Agent testen haben können. Das heißt, auf der einen Seite war es ein recht schönes Experiment für mich, dass ich Go ein bisschen anschauen kann, auf der anderen Seite war es auch eben durch das bedingt, damit man eben eine schnelle Implementierung von Server-Side-Includes hat und das Plus heißt da auch, dass ich quasi ein bisschen was dazu gebaut habe, nur, dass ich quasi Kontextinformationen mitschicken habe können über Server-Side-Include. Das ist aktuell gerade im Einsatz bei uns, dass wir überall das Menü einfügen können, on the fly, und es ist quasi auch so implementiert, dass falls sozusagen dieses Service, das Menü zu bereitstellt, nämlich über diese URL da, oder falls das nicht innerhalb von 100 Millisekunden reagiert, und dann auf der Seite ohne Menü ausliefern, weil es ist besser, wir liefern irgendwas aus, wo quasi kein Menü da ist, als wie, dass man 5 Minuten quasi auf die Applikation warten und dafür das Menü drinnen ist. Also das war zum Beispiel eines der Features, warum ich mich dann entschieden habe, dass ich selber baue. Und der große Vorteil war, wir waren sehr flexibel, jede Anwendung, also jede UI-Anwendung war von sich unabhängig. Das Einzige, was jeder braucht hat, war im Prinzip diese Server-Side-Include einbinden und jeder hat im Prinzip das gleiche Menü bekommen. Das heißt, im Prinzip hat das eigentlich alle unsere Anforderungen abgedeckt. Nun hat es halt ein paar Probleme gegeben. Das erste Problem war, es war selber geschrieben und dann kommt man auf einmal so drauf, wenn man Anwendungen betreibt, die was WebSocket brauchen. Okay, das ist, wenn man es am Reverse-Proxy implementieren muss, auch nicht so lustig. Dann sind wir drauf gekommen, gewisse Teile von unserem Go-Agent haben zu der Zeit auch noch nicht alles supporten können. Das heißt, es war einfach dann trotzdem noch nicht so 100% beste Lösung, aber eigentlich der größte Ausschlaggebende war, warum gesagt, wir brauchen jetzt irgendwas Besseres vor. Wir haben am Anfang, diese Tools zu bauen, haben wir hauptsächlich Bootstrap verwendet und deswegen war das Menü am Anfang in Bootstrap oder mit Bootstrap CSS und Layouting-System umgesetzt. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, eigentlich Material ist viel cooler oder anders Layouting-System drauf und auf einmal hat das alles nicht mehr so recht zusammenpasst. Auf einmal ist das Menü über Material-Komponenten drüber gelegen, weil die halt quasi Grid-System oder Flex verwenden, glaube ich. Auf jeden Fall hat sich das dann mit dem Bootstrapping, mit dem Bootstrap-CSS-System nicht mehr gut vertragen. Und das große Problem war, das ist erst in Production aufgefallen, weil natürlich auf den Entwicklungsrechner haben wir diese Reverse-Proxy eigentlich nicht installiert gehabt, die was quasi das SSI-Include gemacht haben. Das heißt, es ist eigentlich erst in Production aufgefallen, dass wir irgendwelche CSS oder irgendwelche Layout-Issues gehabt haben und das war dann auch irgendwie sozusagen dann der Knacken, dass wir sagen, okay, wir müssen das Ganze irgendwie besser bauen. Dann war kurzzeitig, habe ich mal die Idee gehabt, Angular Modules waren irgendwie nur cool und Lazy-Loading und brauchen eh nur das Load, was wir haben. Das habe ich nicht einmal angefangen zum entwickeln, weil ich mir gesehen habe, okay, zwar Lazy Loading, Independent Deployment funktioniert alles, aber im Großen und Ganzen war man trotzdem sehr abhängig, man hat nur die Angular-Welt zur Verfügung, das heißt, ich habe keine Möglichkeit, dass ich irgendwelche andere Webseiten da einbinden kann. Das zweite war, es haben alle Libraries, also alle Basis-Library und auch Angular in der gleichen Version sein müssen. Meiner Version ist nicht so das Problem, aber auf jeden Fall die Major-Version sollte gleich sein, weil sonst haben wir da auch massive Probleme. Und auch gerade am Material quasi hat überall auch die gleiche Version verwenden müssen. Und wie ich mir es angeschaut habe einmal, so mal ein bisschen angeschaut habe, welche Libraries wir so im Einsatz haben, gerade nur Angular, ist, dass wir
Die älteste Angular-Version, was wir haben, ist Angular 2, Beta 10 im Einsatz, und das nächste, was wir jetzt haben, ist Angular 6. Das heißt, wir haben da eine extrem große Divergenz, welche Versionen wir haben, weil wir verwenden natürlich immer die Version für unsere Tools, was am aktuellsten ist. Aber dann bauen wir halt extrem lang nichts mehr bei den Tools weiter und dann bleibt es einfach auf der Version, was wir haben wollen. Das heißt, wir wollen ja nicht das Feature weiterbehalten, dass wir nur, wenn wir das nächste Tool, was wir bauen, wollen wir nicht alle anderen Komponenten sozusagen auch mit hochziehen müssen. Deswegen ist das quasi auch eigentlich dann recht schnell ausgefallen und dann das Killer-Argument dagegen war, wir haben trotzdem immer die Gesamtanwendung, die sozusagen dann die Klammer über all diese Module erfasst und laden kann, die haben wir trotzdem auch jedes Mal, wenn man ein neues Service deployed hat, haben wir es auch mit deployen müssen. Das heißt, man hat trotzdem da eine gewisse Deployment-Abhängigkeit gehabt, dass das Ganze funktioniert. Aus diesen Gründen haben wir einfach das eigentlich gleich beiseite lassen und es ist eigentlich nie produktiv gegangen. Und jetzt im Prinzip seit zwei Wochen, oder seit dem Announcement von Angular Elements, versuche ich jetzt gerade dran, eben, dass wir ein bisschen Research betreiben, wie wir das Ganze quasi mit Angular Elements umsetzen können, und mittlerweile muss ich sagen, bin ich ein sehr großer Freund von Angular Elements. Nämlich, wir haben nicht nur ein anderes Problem gehabt, nämlich wir sind draufgekommen, wir haben Anwendungen, da haben wir schon zwei Menüs braucht für Navigation, und wenn es dann nur dritte Navigationsmenü dazukommt, von quasi unserem Hauptmenü, quasi von unserem Overall-Menü, dann schaut auf einmal die Webseiten so aus. Das heißt, wir haben da drei Menüs untereinander, schlecht zum Lesen, glaube ich, wenn Stefan zustimmen, dass das eigentlich so überhaupt nicht gut ausschaut. Zwei Menüs zu viel. Zwei Menüs, ja. Zumindest eins auf jeden Fall zu viel. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, und weil Google gesagt hat, ist, okay, sie haben da in der nächsten Menüsystem eingeführt, deswegen haben wir auch gesagt, okay, vielleicht ist es cool, wenn wir einfach nur Icon haben, und wenn ich da drauf klicke, dann kriege ich alle Links zu meinen Applikationen. Und aus der Intention heraus quasi habe ich mir gedacht, okay, wie kann man quasi so ein Menü, quasi wie es Google eben anbietet, da jetzt neu auch realisieren, nämlich mit Angular Elements. Und jetzt habe ich dann einfach angefangen und habe mir angeschaut, okay, was brauche ich, dass ich Angular Elements verwenden kann. Das erste, was ich brauche, ist, ich brauche mal Angular 6. Das ist die erste Version von Angular, wo Angular Elements enthalten ist. Und das zweite, was ich mir brauche, ist, ich brauche zwei zusätzliche Dependencies. Das erste ist einmal direkt das Angular Element Server. Das heißt, das ist die Basiskomponente von Angular. Und man braucht nur zweite Dependency, und zwar ist das Web Components mit Custom Elements. Die Frage ist, warum brauche ich das? Recht einfach erklärt, nämlich Angular Elements basiert auf der Web-Technologie Custom Elements oder auch Web Components, wird wahrscheinlich mehr Leuten ein Begriff sein. Das heißt, ist es jetzt möglich mit Angular Elements, dass ich eine Komponente aus der Angular-Welt so umbaue, dass ich die quasi wie ein Custom Element oder eine Web Components verwenden kann, ohne dass ich sozusagen irgendwas an meinem Code ändern muss, sondern ich kann weiter ganz klassisch meine Angular-Anwendungen oder meine Angular-Komponenten schreiben, und im Hintergrund baut mir dann das Angular-Framework im Prinzip einen Bootstrapping-Mechanismus, dass ich quasi in jeder beliebigen Webseite meine Angular-Komponente verwenden kann, als wäre ich in einem Angular-Projekt unterwegs. Genau. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie ich schon erwähnt habe, wir brauchen Bootstrapping-Code. Wie schaut das Ganze aus? Was muss man für das machen? Die nächste Änderung ist quasi, was man machen muss, ist, man muss das Engine-Module anpassen. Engine-Module ist im Prinzip der Einsprungspunkt, wo man alle seine Elemente normalerweise registriert, also seine ganzen Komponenten, Services registriert für seine Anwendung. Und typischerweise besteht hier diese Klasse, was dann eigentlich das Modul Server ist, hat eigentlich keinen Code typischerweise, sondern eigentlich wird das Ganze hier oben in dieser Meta-Informationen hinterlegt, wie meine Anwendung aufgebaut ist. Das ändert sich jetzt hier mit Angular Elements, nämlich das erste, was ich machen muss, ich muss einen Entry Components angeben, das ist diese Komponente, die ich gebootstrapped haben möchte. Das heißt, diese Anwendungen kann ich dann später
als Custom Elements verwenden. Und das zweite, was man machen muss, ist, man muss eine spezielle Funktion implementieren, und zwar das heißt das ng-do-bootstrap. Und diese Methode wird aufgerufen automatisch, sobald ich die Angular-Anwendung dann in meine Webseite einbinde. Und das, was ich hier in dieser Methode machen muss, ist, dass ich im Prinzip meine Angular-Komponente im Browser als Custom Element registrieren muss. Und für das gibt es quasi eine eigene Methode, die heißt Create Custom Element. gibt es quasi eine eigene Methode, das Create Custom Element, und der übergibt man im Prinzip eine Angular-Komponente, und aus dieser Angular-Komponente wird dann quasi ein Custom Element generiert, und dieses Custom Element muss man dann später quasi noch im Browser mit einem Namen registrieren, damit man das Ganze dann auch als Element in HTML verwenden kann. Das heißt, wir haben hier jetzt in unserem Fall haben wir unsere DevOps-Menü-Komponente, was im Angular geschrieben worden ist, als Elementnamen DevOps-Menu registriert. Das heißt, wir können jetzt, sobald wir diese Anwendung oder diese Artefakte, was da dann herausfallen durch den Angular-Build-Prozess, wenn wir diese in unsere Webseite einbauen, dann können wir Elemente verwenden mit dem Namen DevOps-Menü. Das Wichtige, was ist, dass quasi jedes Element, was man da registriert, muss einen Bindestrich drinnen haben, weil durch das weiß der Browser, dass sich da alles um ein Custom-Element handelt und dass er nicht quasi auch schon ein bestehendes Element dafür verwenden sollte. Das ist im Prinzip die einzige Restriktion, was man dabei hat. Und alles andere kann man im Prinzip genau gleich machen wie früher mit einer ganz normalen Angular-Anwendung. Das heißt, man kann da beliebig viele Komponenten bauen, Services bauen, Pipes, alles im Prinzip, was es in Angular gibt. Und dann lässt man das Ganze durch einen Build-Prozess durch, typischerweise mit der Angular CLI, baut man die ganze Anwendung, und am Ende fallen dann im Prinzip ein paar statische Files heraus. In unserem Fall haben wir Index-HTML-Datei, drei JavaScript-Dateien und ein CSS-File. Index-HTML und das CSS ist für uns jetzt nicht interessant, weil Index-HTML, wir brauchen keine Startseite mehr, weil wir wollen ja quasi unsere Anwendung aus Custom-Element oder Web-Component zur Verfügung stellen. Das heißt, wir brauchen kein HTML, kein initiales HTML. Und das Style-CSS brauchen wir auch nicht, weil in dem Fall habe ich kein globales Styling definiert, weil ich im Prinzip mit meiner Komponente wir quasi im Prinzip abgeschottet ausliefern. Also ich möchte ja da eigentlich kein globales CSS ausliefern mit so einer Komponente, sondern ich möchte eigentlich nur Custom Styling innen von meiner Komponente ausliefern, und das ist dann quasi im JavaScript hineinkompiliert. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist, wir sehen, wir haben jetzt da drei JavaScript-Dateien. Die drei JavaScript-Dateien muss man zu einer großen JavaScript-Datei zusammenpacken. Das kann man zum Beispiel mit Gulp oder Webpack oder was auch immer, wenn man haben möchte, zusammenbauen. Das passiert aktuell noch nicht automatisch von der Angular CLI. Das heißt, da muss man eigentlich einen Post-Processing-Step definieren. Aber ich vermute mal, dass das quasi auch in der nächsten Version wahrscheinlich auch in die Angular CLI eingebaut wird, dass das automatisch passiert. Mit dem resultierten JavaScript, was man da rausbekommt, ist, kann man nun eigentlich die Magic machen, was jetzt Angular Elements ist, nämlich wir machen nichts anderes, als dass wir dieses JavaScript, dieses zusammengefügte JavaScript, laden wir in irgendeiner Webseite, vollkommen egal, was das für Webseite ist, ob das jetzt eine Vue.js-Anwendung ist, ob das eine ganz normale klassische Webseite ist, ohne irgendein Framework, können wir laden, und wir können dann quasi unser Element, das wir quasi als Custom-Element definiert haben, in unserem Fall das DevOps-Menü, können wir an jeder Position verwenden und quasi durch den Bootstrapping-Mechanismus, was Angular Elements uns anbietet, wird quasi aus diesem Element dann, also wenn wir dieses Element sehen, wird dann unser tatsächliches Angular-Komponente eingefügt, und wir haben quasi in unserer Webseite dann diese Angular-Komponente integriert, und alles außerhalb funktioniert dann im Prinzip ohne Angular. Das heißt, da ist wirklich, also alles, was außerhalb von diesem, also was vor und danach dieser Komponente ist, kann irgendwas sein. Innerhalb davon ist man quasi in der ganz klassischen Angular-Welt unterwegs, und da funktioniert im Prinzip alles gleich wie bei einer klassischen Angular-Anwendung. Das heißt, ich habe Two-Way-Data-Binding, ich habe meine
ganzen Komponenten, ich habe meine Services, meine Pipes, Injection, da funktioniert es im Prinzip genau gleich alles wieder. Wie schaut es im Prinzip dann die Lösung aus, die ist im Prinzip geresearched habe, und zwar wir werden jetzt unser Menü quasi auf ein kleines Icon reduzieren, das man dann quasi überall in alle von seinen Services einbauen kann, und man quasi abhängig dann quasi wie viel Menü, also quasi welches Menü man haben möchte, kann man sich quasi dann entscheiden von seinem Service, wie man das Ganze integriert haben möchte. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich recht glücklich mit der Lösung, also es ist wirklich, wenn man den initialen Schritt geschafft hat, dass man quasi so das Projekt einmal aufgesetzt hat, funktioniert, hat das recht gut funktioniert. Ein kleiner Nachteil, was ich gesehen habe, ist, der löst sich aber recht schnell, ist, wir haben noch nicht einen vollständigen Browser-Support. Also Chrome, Safari und Opera funktioniert out of the box, Angular Element. Nämlich es geht quasi um das Custom Element Feature, das quasi in Firefox und Edge noch nicht supported wird. In Firefox ist die Lösung, man muss ein Feature Flag oder aktivieren, dann hat man quasi Custom Elements zur Verfügung, und ich glaube, auf Version 62 oder 63, glaube ich, wird es defaultmäßig aktiviert. Kann man mal auf der Webseite nachlesen, und in Edge wird gerade daran gearbeitet, dass quasi der auch Custom Element Support bekommt. Das heißt, das ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis man wirklich quasi in alle Browser dieses Feature oder quasi die Custom Elements supported werden. Was ist soweit mein Feedback oder mein Eindruck von dem Ganzen ist, das was mir am meisten gefällt an dieser Lösung ist, wir arbeiten jetzt mit einer standardisierten Web-API, dass wir haben jetzt nichts selber mehr bauen müssen oder wir auf irgendwelche anderen Spezialtechnologien setzen müssen, sondern es ist wirklich alles im Prinzip eine standardisierte Technologie, was wir verwenden. Wir haben die gesamte Angular-Bandbreite zur Verfügung, was wir verwenden können innerhalb von unserem Angular-Element. Das heißt, wir brauchen nichts Neues mehr lernen, wir können auch bestehende Anwendungen oder bestehende Komponenten da wiederverwenden. Und man hat einfach nur eine einzige JavaScript-Dependency im Prinzip, wenn man möchte, was man in seiner Seite einbauen kann, und man hat quasi seine Angular-Komponenten zur Verfügung. Zurzeit den einzigen Nachteil, was ich gefunden habe, was mir zurzeit ein bisschen zu denken gibt, ist, dass meine kleine Komponente, was man da oben sieht, hat quasi Angular drinnen und Angular Material Komponenten drinnen, und wir haben jetzt eine File-Size von 500k. Wenn man da mehrere Komponenten hat aus unterschiedlichen Files, dann kann das natürlich relativ schnell groß werden. Ist zurzeit auch so, meine Hoffnung ist, dass das quasi mit der Ivy Engine, was quasi mit Angular 7 kommt, dass das quasi nur deutlich optimiert wird, beziehungsweise dass generell der Angular Compiler in Bezug auf Tree-Shaking einfach nur mehr aus dem Angular Framework Server auch entfernen kann, und dass im Prinzip dann der Footprint deutlich reduziert. Das war es soweit von meiner Präsentation. Ich hoffe, ihr habt so einen kurzen Einblick gekriegt in Angular Elements. Ich bin jetzt speziell auch nicht in die Tiefe gegangen, weil es ist trotzdem nur ein Bereich, wo sich viel noch ändert. Deswegen am besten schauen, was tut sich quasi auf der Angular Homepage. Dort gibt es einen Bereich für Angular Elements, und dort werden im Prinzip auch immer die aktuellen Sachen gepostet, beziehungsweise gibt es ganze Menge an YouTube-Videos, wo auch quasi über das Thema Angular Elements gesprochen wird. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, stehe ich gerne für die zur Verfügung. Danke.